Hallo, ich bin Anja Nüssli, ich bin im zweiten Ausbildungsjahr als Fotifachfrau EFZ und heute werde ich euch im Rahmen von Brückli erklärt etwas über Handyfotografie erzählen. Ich benutze dazu mein Samsung Galaxy S22 Plus, aber die Funktionen, die ich euch heute erkläre, sind mit den meisten Handys kompatibel. Fangen wir doch mal an. Hier sieht man die Kamera-App. Wenn man die öffnet, dann kommt man auch schon zu der Benutzeroberfläche. Die sieht bei den meisten Handys gleich aus. Unten sieht man die verschiedenen Modi und oben hat es noch andere Funktionen, die man einstellen kann. Wenn ihr irgendeinen Modi nicht findet, dann könnt ihr hier auf Mehr drücken und hier sind dann alle Funktionen, die eure Kamera-App hat. Dann starten wir mit dem Fotomodus. Hier haben wir drei Objektive zur Auswahl. Wir haben hier einmal das normale, dann haben wir einmal Weitwinkel und einmal Tele. Wie das genau aussieht, zeigen wir euch in einem Beispiel. Hier sehen wir, wie ein Objekt mit einem normalen Objektiv aussieht. Wenn wir das jetzt auf Weitwinkel einstellen, dann sehen wir, wie sich der Aufnahmewinkel vergrößert und sich Proportionen ein bisschen verziehen. Für Porträts ist das nicht geeignet. Jetzt stellen wir mal auf Teleobjektiv um. Die Einstellung eignet sich, wie noch gesehen, für Produktaufnahmen oder für Porträts. Ich erkläre jetzt den Portrait-Modus. Da gibt es zwei Objektive, die man wählen kann. Und zwar ist das Normalobjektiv und das Teleobjektiv. Ich empfehle euch hier, das Tele zu nehmen. Im Portrait-Modus ist der Vorteil, dass der Hintergrund unscharf gemacht wird. Das sehen wir jetzt anhand von einem Beispiel. Im Moment ist noch keine Person im Bild. Deswegen ist noch alles scharf. Wenn wir jetzt eine Person dazu nehmen, sehen wir, wie der Hintergrund unscharf wird. Jetzt erkläre ich euch den Pro-Modus. Beim Pro-Modus habt ihr die Möglichkeit, die Helligkeit selber einzustellen. Das könnt ihr anhand von der Belichtung, anhand von der Verschlusszeit und von der ISO. Der Modus ist eher was für diejenigen, die mehr Kontrolle über die Einstellungen haben wollen und sich mit den Möglichkeiten der Belichtung auskennen. Dann möchte ich euch noch eine nützliche Funktion zeigen mit dem Selbstauslöser, wo ihr ein Selfie machen könnt. Dazu müsst ihr die Kamera in Selfie-Modus tun und das machen wir dann mit dem Knopf hier unten. Dann könnt ihr oben die Stoppuhr drücken und hier eure Zeit festlegen, die ihr braucht, um euch in Position zu bringen. Bei mir wäre es jetzt 10 Sekunden. Und wenn ihr dann auf den Auslös-Button drückt, dann könnt ihr ein Selfie machen. Ich zeige euch das mal schnell. Zum Schluss möchte ich euch gerne noch zeigen, wie man das Objekt wegretuschiert. Dazu gehen wir zuerst mal in die Galerie. Dann drückt man auf den Bleistift. Dann auf die drei Pünktchen da unten. Und da haben wir jetzt ganz viele Funktionen, unter anderem den Objektradierer. Mit dem kann man einfach das Objekt auswählen und dann auf Löschen drücken. Jetzt haben wir das Objekt entfernt. Das kann man aber nutzen, um Haut zu retuschieren. Es hat mich gefreut, euch die Funktionen der Handykamera näher zu bringen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren.